Wir haben vorgenommen, dass 3 Punkte, klar, und jeder wollte das und jeder hat gesehen, dass jeder hat sich gequält. Und aber nochmal, das ist Fußball, kannst du nicht richtig planen und so weiter. Dass wir haben gute Phase gehabt, wo glaubst du, dass es, du kannst heute verdient gewinnen, aber genauso das zum Schluss, wo bist du schon echt wackelt, dass es vielleicht wieder im Schiff läuft und dann du denkst, ja, Gott sei Dank, das haben wir was erreicht. Hannover hat geführt, wir haben geführt, dann hat Hannover wieder geführt, es ging hin und her. Im Endeffekt ist es gut, dass wir nicht verloren haben, aber natürlich trotzdem 2 Punkte zu wenig, weil ich denke, dass wir das Spiel klar gewinnen können, dass wir schon, denke ich, die bessere Mannschaft waren. Aber ja, im Endeffekt haben wir nur 1 Punkt. Die Enttäuschung, die überwiegt schon. Wir spielen hier phasenweise richtig, richtig guten Fußball, müssen uns eigentlich mit den 3 Punkten belohnen, waren schon in Führung, geben es dann leider wieder aus der Hand und stehen am Ende mit 1 Punkt da. Und das ist meiner Meinung nach für unsere Leistung heute zu wenig. Ja, wir dürfen jetzt müssen weiter mutig sein. Auch in Gladbach müssen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen. Und Dortmund zu Hause ist, Dortmund ist punktgleich mit uns. Also ja, die haben auch nicht gerade das größte Selbstvertrauen. Und, ne, 6 Punkte zu vergeben, und es wäre schön, wenn wir mindestens 3 noch machen. Das habe ich ja gesagt. Also wir brauchen noch 3 Punkte, dass wir sauber in die Rückrunde gehen können, uns sammeln können, uns neu motivieren können und aufstellen können. Und deshalb brauchen wir aus den 2 Spielen noch 1 Sieg.